Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast. Ja, meine Lieben, ein bezauberndes, strahlendes Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Pod-Coffee-Talk-Runde mit der lieben Nora. Und die Anmoderation von der lieben Nora lautet so. Wir alle kennen ja den Begriff Stress. Und Stress ist in zwei Arten einteilbar. Einmal den positiven Stress und einmal den negativen Stress. Und zur Vorfreude und Überraschung darf man den Stress akzeptieren und auch ihn planen, respektive auch überraschen können. Und ja, Nora Kim hat es vor Jahren plötzlich so einberufen, dass sie durch Stress ihrer Laufbahn reingeworfen wurde, dass sie sich entschieden hat, den Stress zu bewältigen und den Stress für sich umzugehen kann und wie sie anderen unterstützen kann. Und deshalb hat sie da auch einen sogenannten SOS-Erste-Hilfe-Koffer, wie man mit Stress umgeht, entwickelt. Ja, seid da gespannt auf dieses ja spannende Podcast-Interview mit dem Thema Stress. Und ja, herzlich willkommen, liebe Nora Kim, in meinem Podcast. Lieber Michael, vielen lieben Dank für die Einladung. Da konnte ich ja einfach nicht widerstehen. Und ja, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Gerne, danke. Ja, die erste Frage, wie ist es denn eigentlich zu dem Thema gekommen? Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen, Stress in diesem Sinne, in deinem Konflikt? Wie hast du das gemerkt? Und ja, da kannst du gerne mal ein bisschen was darüber erzählen, wie du darüber gekommen bist, über dieses Thema Stress. Weil Stress kennen wir ja alle, wenn man sagt, ja, wir haben keine Zeit. Ne? Da fängt schon der Stress an. Ganz genau. Also Stress kennen wir alle und es gibt ja zwei Arten von Stress. Es gibt ja diesen positiven Stress, wenn wir verliebt sind, ist zum Beispiel unser Körper gestresst, aber wir sind aufgeregt und positiv gestresst. Oder wenn wir eine Feier für den Liebsten planen und es gibt diesen negativen Stress. Und ich hatte bei mir in meinem Leben eine Situation gehabt, wo der Stress wirklich überhand war. Ich bin durch einen äußeren Einfluss einfach komplett beruflich und privat aus meiner ganzen Lebensplanung geworfen worden. Und konnte und durfte mich dann entscheiden, in welche Richtung ich gehen möchte. Das war im Prinzip wie eine Weggabelung. Entweder ich gestatte dem Stress, dass er mich überwältigt, oder ich krempel die Arme hoch und überwältige den Stress. Und ich habe mich für den zweiten Weg entschieden und habe mit Strukturen, mit festen Strukturen im Leben und im Alltag mein Leben zurückerkämpft, Stück für Stück für Stück. Und will jetzt nicht sagen, dass ich komplett stressfrei bin, weil, wie gesagt, den guten Stress, den gönne ich mir, den brauche ich. Okay. Und den möchte ich jetzt einfach auch diesen Weg auch anderen Menschen zu zeigen, wie sie den Stress eben bewältigen können, wie wir ihn zähmen können. Was ist jetzt für dich guter Stress an sich? Was bedeutet guter Stress für dich? Also dieser positive Begriff, was ist für dich der positive Stress? Kannst du da irgendwie ein Schlagwort sagen oder wie machst du das oder wie ist der Stress an sich? Also dieser positive Stress, dieser Eustress ist, wenn wir uns auf eine Aufgabe freuen. Wenn du zum Beispiel für deine Liebste eine Geburtstagsparty planst. Oder wenn du verliebt bist und du hast diese Schmetterlinge vom ersten Date, oh, was ziehe ich bloß an, ziehe ich das an, ziehe ich das an. Das stresst uns irgendwo, aber wir sind trotzdem voller Vorfreude, diesen Menschen wieder zu treffen. Oder wenn man beim Sport zum Beispiel noch diesen einen Schritt weitergehen möchte und man hat einfach Angst, man hat diese Kraft, diese Energie nicht und dann arbeitet man darauf hin und man hat es dann geschafft. Das ist alles positiver Stress. Okay. Okay, cool.
Spannend. Und der negative Stress ist dann halt, wie gesagt, keine Zeit, kein Interesse, ein ganz klassischer Einwand, oder? Ja, ganz genau. Dieser negative Stress, der Distress, ist das, was uns krank machen kann, wenn wir nicht aufpassen. Das ist keine Zeit oder ich fühle mich nicht wahrgenommen oder es läuft alles schief. Das können so unterschiedliche Auslöser sein in unterschiedlichen Dimensionen. Und dann gibt es immer zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die Situation verändern oder ich kann meinen Betrachtungswinkel auf die Situation ändern. Okay, ja. Das leuchtet mir auch schon ein. Genau. Die zweite Frage, wie hat alles denn bei dir so angefangen mit dem Thema Stress? Wie hast du gemerkt, dass du das für dich ins Positive ziehst, dass du daraus lernen kannst und da andere unterstützen kannst? Also im Kleinen war das schon so, dass ich ein sehr strukturierter Mensch bin. Aber ich sage auch immer, ich mache rollende Pläne, ne? Also wenn ich dann eben halt so einen Plan habe, wie ich was gestalten möchte und ich dann feststelle, es klappt irgendwas nicht, dann halte ich nicht komplett stur dran fest, sondern ich gehe dann einfach einen anderen Weg. Wie es so schön heißt, viele Wege führen nach Rom. Und in Rom selber heißt es, viele Wege führen zum Vatikan. So kann ich das auch machen. Und ja, als ich dann eben in dieser Weggabelung war, musste ich wirklich mehr in die Tiefe gehen, bei mir persönlich und auch in mein Umfeld, dass ich das Ganze wirklich umbauen kann. Und ich habe auch Hilfe bekommen und habe es für mich immer weiter verfeinert. Und so ist auch dieser SOS-Erste-Hilfe-Koffer auch entstanden. Weil der beste Umgang mit Stress ist ja, ich lasse mich erst gar nicht stressen. Ja. Ja. Cool. So hat es bei dir soweit angefangen. Okay, spannende Antwort. Die nächste Frage. Wer oder was hat dich so in der Vergangenheit über das Thema, über deine Lebensbahn auch hinweg Stress, so geprägt? Also was mich wirklich geprägt hat, sind meine Großeltern. Meine Großeltern waren sehr praktische Menschen und sie haben dann, weil halt Kriegszeit, sie haben immer aus jeder Situation das Beste rausgemacht. Eine schöne Geschichte war, als meine Oma mir erzählt hatte, als sie im neuen Haus angekommen sind und einen Gemüsegarten angelegt hatten und dann eben es leichter zu haben, frische Sachen auf dem Tisch zu haben, hat sie sich unheimlich geärgert, dass dann eben halt Rehe und Hasen und alles, was in der Natur rumläuft, ihr die Erde geklaut hat. Also haben sie Fallen aufgestellt. Und da sagte sie, und das Positive dran war, plötzlich hatte sie auch Fleisch zum Gemüse. Und das war diese ganz praktische Art, sich nicht rüber zu ärgern, dass die Tiere rangehen, sondern einen anderen Weg zu finden und das Beste aus der Situation zu machen. Das sind so Sachen, die ich wirklich von Kindesbein an wirklich über meine Großeltern mitbekommen habe. Spannend. Auch sehr, sehr ganz spannend. Wann hast du gerade in der Vergangenheit auf das Thema Stress, weil ich gucke gerade auch so ein bisschen auf die Anmoderation noch ein bisschen, gemerkt, dass du da eine Veränderung machen musst in dem Thema Stress für dich? Als ich das am meisten gemerkt hatte, das war wirklich in dem Moment, wo alles in meinem Leben über mich zusammengebrochen ist. Da muss ich jetzt einen kleinen persönlichen Ausflug vielleicht auch machen. Mein Mann und ich hatten uns ein Haus gekauft, hatten frisch geheiratet, wollten loslegen, hatten eine Einweihungsparty geplant gehabt und
Ja, dann ist er eben halt aus dem Leben gerissen worden und das saß ich eben halt da, musste eine große Einweihungsparty mit 150 Leuten absagen, musste eine Trauerfeier stattdessen ausrichten und planen, alles brach über mich zusammen. Und das war wirklich so für mich der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder Berg runter oder Berg rauf, auch wenn es ein langer und harter und sehr steiniger Weg sein wird. Und man muss sich vielleicht auch mal hinsetzen und ein bisschen ausruhen und durchschnaufen und vielleicht geht man auch mal ein, zwei Schritte zurück. Aber das war so für mich der Wendepunkt, wo ich das wirklich gesagt habe, ja. Der Neustart in meinem Leben, jetzt geht's aufwärts. Es gehört mir, ich fange es neu an. Okay. Dann ist spannend, das passt, dann passt es, dann hast du richtig mega eine runde Geschichte daraus echt noch gemacht. Und deshalb auch hier die vierte Frage: Welche Geschichte ist für dich jetzt am aktuell wichtigsten mit dem Thema Stress, mit diesen zwei Arten des Stresses? Das wichtigste Thema, aktuell ist wirklich, auch wenn zwei Sachen vielleicht äußerlich nicht zusammenpassen, ich sie trotzdem zusammenführen kann. Wir werden jetzt ja gerade auch über die Nachrichten ganz extrem von den äußeren Einflüssen, wird uns ja immer alles mitgeteilt, ne? Es ist viel Unruhe in der Welt und da fühlen sich einige auch, wenn sie gar nicht persönlich betroffen sind, gestresst. Und da sage ich auch immer, da muss man eben auch gerade dann ganz extrem aufpassen, dass man das Positive für sich da auch immer rauszieht und sein Gegenpol dafür schafft. Na, man kann trotzdem, darf und muss Freude empfinden und vorwärts gehen. Und das wird so, finde ich, im Kinderfilm immer ganz gut gezeigt, dass auch gegensätzliche Sachen zum guten Ende gemeinsam führen. Spannend, cool, ja, passt. Kann ich auch jetzt nichts groß anderes widerspiegeln, ne? Ja, das ist Deep Talk, sage ich immer, Deep Talk. Die fünfte Frage: Was war so dein größter Fehler und was hast du so aus deinem größten Fehler, ja, gelernt? Weil wir Deutschen sind ja eher so, ja, wir dürfen ja keine Fehler machen und so weiter und so fort. Ja, wer Fehler macht, ist irgendwie, ja, schlecht oder sowas, aber ich bin ja ein Freund von Fehler machen und die auch gerne einzugestehen, aber aus den Fehlern auch zu lernen, dass man die nicht mehr, ja, macht. Ganz genau. Ich sage immer, ich bin die Summe meiner DNA und meiner Erfahrungen und meine Erfahrung erziele ich aus meinen Fehlern. Ergo ist mein größter Fehler immer genau der, den ich gerade mache, weil alle anderen Sachen, die ich dann vielleicht nicht optimal gelöst habe, um das Wort Fehler mal nicht in den Mund zu nehmen, die haben mich ja zu der Person gemacht, die ich gerade bin. Also kann es ja keine Fehler gewesen sein. Es war einfach ein Learning. Und der größte Fehler, wie gesagt, das ist genau der, den ich im Moment mache. Dann halte ich einen Moment inne und überlege, wie hätte ich vielleicht anders in der Situation umgehen können? Was kann ich beim nächsten Mal verbessern? Was kann ich optimieren? Wie schaffe ich es, dass ich jetzt gar nicht da reinkomme in so eine Situation? Und dann gehe ich weiter und freue mich auf die nächste Gelegenheit, was Neues zu lernen. Ja, spannend. Ja, deshalb, ich finde also diese Fehlerkultur, darf man wirklich sagen, hey, egal was du bist, wer du bist, darfst du Fehler machen. Also, dass man da wirklich sagt, hier, das gehört dazu. Ja, Genau. selbstverständlich. Ja, die sechste Frage. Wie sieht so dein typischer Tag aus und wie gestaltest du so deinen typischen Tag?
Mein typischer Tag. Es gibt nur so ein typisches Grundgerüst an meinem Tag. Also wenn ich morgens wach werde, dann gönne ich mir ein bisschen Zeit und horche so in mich rein. Wie habe ich geschlafen? Wie geht es mir? Und recke und strecke mich auch so ein bisschen, dass ich mich wirklich wieder zurückfinde in mir. Und dann kommt auch meistens schon gleich mein Hund an und will geknuddelt werden. Und dann gehen wir gemeinsam in die Küche und er kriegt sein Leckerli und ich kriege meinen Kaffee. Und ja, und dann gehen meine Hunde nicht auch schon eine Runde spazieren und haben auch schon die ersten Geschenke, die uns Mutter Natur so präsentiert, ne? Also Sonnenschein, Vögel oder Schnee. Und dann hört der typische Tag auch schon auf, weil dann die Alltagsaufgaben kommen, die immer unterschiedlich sind. Und je nachdem, was ansteht, fahre ich raus zur Arbeit oder ich arbeite zu Hause oder ich treffe mich mit Freunden. Der mittlere Teil ist also ist nicht so typisch wieder. Und jeden Abend habe ich Me-Time. Wobei mein Hund die Idee sehr, sehr gut findet und das ein bisschen auf sich übermünzt hat. Also meine Me-Time ist dann für meinen Hund seine Zeit. Das heißt, er kommt immer gleich dazu und sagt, Juhu, sie hat Zeit für mich und krau mal hier und kuschel da und ja, super. Also ist meine Me-Time Hundezeit. Er gibt mir so viel zurück, dass es ja auch gut für mich ist. Und das heißt, ich gehe dann auch für dich immer mit fröhlichen und guten Gedanken und Gefühlen schlafen, weil wir dann gemeinsam kuscheln und spielen und toben und dann einfach sagen, so, Licht aus, gute Nacht, hab dich lieb, sanfte Träume, bis morgen. Cool. Spannend. Also so keine großartigen Rituale, die du immer jeden Tag machst. Das ist immer Spontanität, ne? Ja, cool. Genau. Die nächste Frage: Welche Tools nutzt du so bei deiner täglichen Arbeit außer Zoom? Wenn du Zoom nutzt. Welche Tools außer Zoom? Ja, Kopf und Bauch. Kopf und Bauch sind bei mir ganz wichtige Tools. Die sind sich auch eigentlich nie wirklich einig. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel nachdenkt. Eine Nacht vielleicht drüber schläft, aber entscheidend tut immer der Bauch. Also man könnte sagen, ich bin ein denkender Bauchmensch oder ein fühlender Kopfmensch. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber Kopf und Bauch sind wirklich meine wichtigen Tools bei allen. Cool. Kann ich auch jetzt nichts Großartiges weitergeben. Deshalb habe ich Zoom außen vor gelassen, weil Zoom, ich denke mal, das ist auch dein alltägliches Ja. Arbeitsmittel mittlerweile geworden durch Corinni. Ja, wie bei jedem so ist. Deshalb habe ich das ausgegrenzt und habe gesagt, außer Zoom. Ah, cool. Die nächste Frage wäre dann so, mit welcher Person würdest du gerne mal zusammenarbeiten, respektive, Achtung, mit welcher Person hättest du mal gerne zusammengearbeitet? Mit welcher Person würde ich gerne zusammenarbeiten? Ich würde mich sehr, sehr gerne mal klonen, mich auf die andere Seite des Tisches setzen und selber mit mir zusammenarbeiten wollen. Nicht, weil ich mich so genial finde, sondern einfach, damit ich mich besser in mein Gegenüber reinversetzen kann. Kann er meinen Gedanken folgen? Ich habe mich manchmal ganz abstruse Gedankensprünge. Dass ich dann selber weiß, wenn ich den Gedanken ja nicht gedacht habe, sondern vorgesetzt bekomme, dass ich beim nächsten Mal vielleicht besser weiß, wie ich mein Gegenüber darauf vorbereiten kann, wo mein Kopf da gerade wieder hingerannt ist. Und das würde ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne mal machen wollen, weil ich glaube, das würde mir persönlich weiterhelfen. Und ich glaube, es hilft auch mein Gegenüber, den jetzigen, den späteren. Ja, den Vergangenen dann nicht mehr. Aber man lebt ja auch nur vorwärts und versteht das Leben ja rückwärts. Aber das würde ich sehr, sehr gerne mal machen wollen. Okay, cool.
Also Vergangenheit, vergangene Person eher dann nicht, eher dann halt den Klon von der Nora kennen. Genau. Cool. Auch nicht schlecht. Ja, könnte man mal auch machen. Vielleicht gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, dass man sich klonen lassen kann. Genau. Ja, wer weiß, wie ich damit wieder zurechtkomme. Richtig. Ist immer so, dann, ja. Die nächste, ja, da darfst du gerne so drei Tipps dann sagen. Welche Tipps würdest du Anfänger, respektive Selbstständige, respektive Unternehmer, Angestellte denn zu deinem Thema Stress denn mitgeben? Drei knackige Tipps, wenn du die hast, oder vielleicht auch zwei oder einen, je nachdem. Also, den ersten Tipp ist immer, wenn man merkt, dass man gestresst ist, dann gib es auch zu. Gib es nicht dein Gegenüber zu, sondern geh in dein Inneren oder geh kurz ins Badezimmer und sag einfach, ja, ich bin jetzt gestresst. Aber mach kein Drama raus. Ich sag dann immer, ich bin jetzt total gestresst. Na und? So, weiter geht's. Dass ich mich darin nicht aufhalte, wenn ich es ausgesprochen habe, habe ich es raus aus meinem Kopf, dann ist es extern. Und damit kann ich viel leichter umgehen mit externen Sachen als mit internen Sachen. Das ist so das Erste, was ich immer sage, gib es einmal kurz zu, ohne großes Drama. Das Zweite ist, frag dich doch, warum bist du gestresst? Wenn ich die Ursache kenne, kann ich das beheben. Und das Dritte ist, finde deine eigenen Methoden raus, deine drei Doings, die dich von diesem Stress befreien. Und da kommt ja immer mein SOS-Erste-Hilfe-Koffer. Die helfen mir immer ganz gut. Im Prinzip sind da immer mehr als drei Tipps drin. Es kommt immer auf die Person drauf an, was am besten passt, aber es sind so ein paar bestimmte Sachen, die einem dann wirklich sofort in der Situation helfen. Und wenn ich die dann weiß, dann manchmal habe ich ja so eine Situation, dann kann ich einfach nicht bestimmte Sachen machen, weil ich gerade in der Präsentation bin. Oder ich halte gerade eine Rede und die Halle ist voll und irgendwas geht schief. Dann brauche ich eben so einen ganz schnellen Trick, der mir dann hilft. Und die muss ich vorher parat haben und auch üben. Cool, danke. Danke. Hilft vielleicht auch mir manchmal, aber nein, nein, ich habe da schon so meine Kniffe. Ich habe das ja auch schon im Podcast erzählt. Meine sieben Wege oder Schritte zur Resilienz, ne, wenn ich irgendwie beim Autofahren bin oder beim Einkaufen bin, dass ich wirklich diese sieben Wege oder Schritte dann halt wirklich mir wieder anhöre oder wieder für mich reindrücke, wo ich dann das brauche. Genau. Genau das meine ich. Ja. Die nächste Frage, welche Projekte hast du so in der Zukunft noch geplant? Was gibt es da von der Nora Kim zu sehen, zu hören? Zu sehen wahrscheinlich eher. Das ist aber wirklich so ein Langzeitprojekt. Ich möchte gerne ein Buch schreiben. Also ich bin jetzt ja schon Co-Autorin, ja, deswegen ist es ein, ja, ich finde, Projekte dürfen gerne auch groß sein. Und ich möchte ganz gerne ein Buch schreiben, wo ich Menschen helfen kann, wie sie in bestimmten Situationen leichter mit sich, mit dem Stress umgehen können. Die nächste Frage und die vorletzte Frage, schade, doch ein bisschen schneller gewesen. Aber da das so gerne lang ausholen bei der vorletzten Frage, was ist so deine große Vision und was ist deine Mission, also die Mission, dein Weg zur Mission dahin? Meine große Mission. Die große Vision und die Mission, genau. Ah, okay. Ich möchte ganz gerne, oder meine Vision ist, dass wir alle ein friedliches Miteinander und nicht ein friedliches Nebeneinander haben. Dass wir wirklich wertschätzend,
entspannt, freundlich miteinander umgehen. Und zwar mit den Menschen, die ich kenne und auch wertschätze, weil es meine Freunde sind. Aber die Königsdisziplin ist ja auch, wertschätzend mit jemandem umzugehen, den ich nicht kenne, der dann auch noch blöderweise eine gegensätzliche Position einnimmt, dass ich da schaffe, mich so weit zurückzunehmen, dass ich mich damit auseinandersetzen kann. Und wenn wir das alle als Menschen schaffen, und das können wir jeden Tag, alltäglichen Leben mit Menschen üben, fängt an der Supermarktkasse an, was drängelt er sich vor, bis mit meinem Chef, da gibt es ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Spielwiesen, dass wir aber so weit hinkommen, dass wir alle miteinander wertschätzen, friedlich miteinander umgehen können. Eine große Vision. Das ist eine große Vision, ja. Spannend. Und so die kleinen Schritte zu dieser ganz großen Vision. Die ganz kleinen Schritte ist wirklich, dass wir alle im Alltag besser aufeinander achten und auch wirklich auf die Unbekannten. Also es gibt ja, kennst du dir eine Geschichte, die habe ich letztens wieder gehört, mit dem ein Mann, der mit drei Kindern im Zug fährt. Und die Kinder toben durch diesen Zug und machen Lärm, Tür auf, Tür zu, Fenster hoch und runter, Musik an und aus. Und der Vater sitzt da einfach auf dem Stuhl und ruft die Kinder nicht zur Ordnung, sondern schaut nur aus dem Fenster. Und irgendwann steht eine Person auf und geht zu dem Vater und fragt ihn, ob er sich nicht darum kümmern könnte, dass die Kinder ruhiger sind, weil es würde sie gerade alle total nerven. Und dann sagt der Vater, dass er eigentlich total froh ist, dass seine Kinder jetzt gerade ein bisschen lachen und Krach machen, weil sie kommen gerade von der Beisetzung der Mutter zurück. Und er weiß gar nicht, was er überhaupt mit den Kindern, wie er weiterleben soll. Die waren die ganze Zeit so geknickt und abwesend und jetzt kommen die endlich aus sich heraus. Und das tut ihm leid, wenn er diesen Moment gerade vielleicht ein bisschen genießt und damit aber andere gestört werden. Das heißt, wenn mir jemand begegnet, weiß ich ja nicht, warum er mir so begegnet. Wenn ich das also immer wertfrei annehmen kann, es gibt auch diesen schönen Spruch, jemand mit Freundlichkeit erschlagen, würde nicht wörtlich nehmen. Aber das sind so wirklich diese vielen, vielen kleinen, aber auch sehr großen Schritte, die uns zu meiner Vision hinführen würden. Was war jetzt so, du bist ja jetzt bei dem Atlas-Entscheider. Was war jetzt für dich da auch nochmal das Thema Stress da reinzubringen? Was hast du so den Menschen da erzählt oder was war da dann Weg dahin zu gehen, dass du sagst, hey, das ist eine coole Plattform, das will ich jetzt machen und ja, was hast du denn jetzt da mitgegeben, also die große Mehrheit im Ganzen? Was mein Thema denn direkt da war, beim Atlas der Entscheider. Ich habe da wirklich von gesprochen, von meiner persönlichen Entscheidung, mein Leben einfach neu zu starten. Bei meiner Geburt habe ich nichts gemacht. Das habe ich nicht geplant, das habe ich nicht entschieden, das war nicht meine Arbeit. Plötzlich war ich da. Dass ich mich aber bei meinem zweiten Start in meinem Leben mich selber entschieden habe, ja, ich fange noch mal von vorne an und diesmal baue ich mein Leben komplett selber auf. Dass wenn wirklich mein Gefühl, das ganze eigene Leben ein einziger Trümmerhaufen vor einem ist und man auf dem Fußboden sitzt und so einzelne Puzzleteile in der Hand hält, die das Leben darstellen soll, dass man dann den Mut aufbringt und zu sagen, ja, komm, puzzle ich wieder zusammen. Und wer weiß, vielleicht wird dieses Puzzle diesmal viel größer und schöner und genialer.
Über diese Entscheidung habe ich dann halt geschrieben, und Anna Mut zu machen, eine Entscheidung zu treffen, egal wie groß und schwer die Aufgabe ist, man schafft es. Wir haben unser ganzes Leben Zeit dazu, diese Aufgabe zu schaffen. Ja, genau. Ich denke mal auch, das ist auch so denn das ist auch der Weg, ne? Wirklich, das gehört zur Mission. Deshalb habe ich das auch nochmal reingespielt. Das gehört dazu, zu deiner Mission dahin, ne? Und dann, wenn das halt das Buch, was du dann schreiben willst oder anfangen willst, ist halt das große Ganze, ne? Ganz genau. Hast du da schon einen Namen? Muss ja nicht verraten, muss ja nicht verraten. Muss ja nicht Nein, der verraten. Titel kommt später. Okay, perfekt. Schade, die letzte Frage schon. Wo siehst du dich so in 5 bis 10 Jahren? Na? Hast du da Also schon dein Bestsellerbuch da rausgebracht oder ist es noch nicht raus in 5 Jahren oder erst in 10 Jahren oder ja? also das muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht, da stresse ich mich auch nicht. Ein ausgeruhter Kopf hat die besten Ideen und ich möchte ja nicht 100 Seiten, sage ich jetzt mal, mit Buchstaben füllen und das dann in 3 Monaten rausbringen, sondern ich möchte ja wirklich ja ein Buch schreiben. Und wenn es etwas länger braucht, dann braucht es etwas länger. Das sehe ich wirklich ganz entspannt. Aber in 10 Jahren, spätestens in 10 Jahren, sehe ich mich wieder hier mit dir und spätestens dann sage ich dir, mein Buch und der Titel lautet. Und weißt du noch damals, wie viel Spaß wir hatten? Ja. Doch, da sehe ich uns in 10 Jahren. Und dann bringe ich dir auch Kaffeebohnen mit. Für deinen Pott Kaffee. Es ist ja auch kein Kaffee, es ist ja auch Wasser drin. Oh. Ich habe zu viel Kaffee getrunken und deshalb musste ich da umwandeln auf Wasser, weil wenn ich zu viel Kaffee trinke, dann schlägt es auf die Magensäure. By the way, meine Lieben, ich trinke noch Kaffee, aber nur dann, wenn ich auch will und dann nicht mehr so viel. Ja, und mein Lieben. Die Zeit rennt ja wie am Flug. Jetzt ist ja gerade mal eine halbe Stunde um. Und deshalb gibt es heute eine Aufgabe für euch. Macht euch mal Gedanken über eure 2 Arten des Stresses und überlegt euch, wie ihr mit dem Stress umgeht in eurem Alltag. Könnt dann das gerne hier kommentieren oder auch irgendwo anders da kommentieren. Und in diesem Sinne, wir hören und sehen uns in den weiteren Podcast-Folgen. Euer Michael. Und ja, vielen Dank, liebe Nora, für deine wertvolle Zeit. Schade, dass es jetzt schon so vorbei ist.